Es ist das Duell in der wohl meist umkämpften Klasse, die Klasse der kompakten Diesel. Als Frischling möchte hier der Opel Astra 1,6 CDTI das Feld von hinten neu aufrollen. Der Astra gegen alle. Diesmal tritt er an gegen seinen Erzrivalen, den VW Golf TDI. Und den Underdog, den Hyundai i30. Punkten möchte der Astra diesmal mit viel Multimedia-Technik, einem besser abgestimmten Fahrwerk, einem sparsamen Verbrauch und, wenn man ganz ehrlich ist, auch mit einer ungefälschten Euro 6 Schadstoffklasse. Die Frage ist nur, reicht es am Ende trotzdem für Platz 1? Die Testgegner könnten, trotz gleicher Klasse, unterschiedlicher nicht sein. Mit dem Hyundai i30 Blue 1,6 CRDI starten wir mit dem preislich günstigsten der drei. Für unser Testfahrzeug mit 100 kW in der Ausstattung Style muss man beim Händler 25.100 Euro ausgeben. Quasi nackt in der Ausstattung bekommt man den Hyundai aber schon ab preiswerten 22.080 Euro. Begeisterungsstürme löst der Koreaner jetzt zwar nicht aus, dafür ist der Asiate solide und unaufgeregt. Unaufgeregt ist leider bei der Beschleunigung sehr wörtlich zu nehmen. Der Hyundai i30 hat leider das Problem, dass er im unteren Drehzahlbereich nicht so richtig aus dem Quark kommt. Also die ersten 2 bis 3 Gänge sind tatsächlich eher ein bisschen schleppend. Auch wenn er fairerweise weniger PS hat als der VW Golf. Dafür bremst er gut. Innerhalb von 34 Metern steht der kompakte Koreaner aus Tempo 100. Zügiger auf Touren ist da der neue Konkurrent Opel Astra, hier in der Variante EcoFlex. Die durchzugsstarke Maschine des 1,6 CDTI macht mit sehr guten Elastizitätswerten und einem wirklich schlanken Verbrauch Freude unter den Fahrern. Außerorts ist der Diesel schon mit 3,4 Litern zufrieden. Das macht auch an der Tankstelle durchaus glückliche Gesichter. Leider ist nur die Kupplung etwas schwammig. So ganz glücklich macht mich das hier nicht. Wenn man anfährt, dann kommt erstmal nichts. Es ist so, ich trete so ein bisschen auf Pudding. Besonders Mühe geben wollte sich Opel offensichtlich beim Innenraumkonzept und dem Multimedia-Paket. Da hat der neue Astra wirklich ein volles Programm. Der Opel kann mobil sehr viel. Sprachsteuerung, Internet für den Beifahrer oder auch ein Digitalradio. Wer es mag, bekommt bei den Assistenzsystemen noch City Stop, einen Stau- oder Spurhalteassistenten und Kollisionswarner dazu. Mithalten kann dabei nur der VW. Auch Volkswagen ist in dieser Hinsicht technisch Verlass. Der Hyundai kann hier hingegen fast keine Punkte sammeln. Selbst den Parklenkassistenten gibt es nur als Option. Der i30 ist also technisch fast nackt. Er sagt nur Hallo und Tschüss. Das ist aber mal eine schöne Verabschiedung. Goodbye. Immerhin. Bis auf die Verabschiedung liegt der Opel Astra mit einem ganz weiten Sprung vor dem Hyundai. Dennoch weiß man nicht so richtig, was uns der Designer im Astra mit dieser eigentlich praktisch gedachten Armstütze sagen möchte. Ein bisschen unglücklich ist der Abstand tatsächlich zwischen dem Schaltknüppel und der Armablage. Fürs Schalten holt man sich, wenn man ungeschickt ist, einen blauen Ellbogen. Und nach vorne verschieben kann man's. Nach hinten ist nicht genug Platz. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur an meinen Armen. Man will ja nicht immer alles auf die anderen schieben. Auf den letzten unserer Testkandidaten kann ich gar nicht viel schieben. Der VW Golf TDI schnurrt anstandslos über den Asphalt. Die Gänge gleiten geschmeidig durch und er hat vor allem auch in den unteren Drehzahlbereichen von allen drei Fahrzeugen den meisten Druck. Ah, hier tut sich ja mal was. Große Freude über Drehzahlen. Man würde bei VW ja immer gerne was zu meckern haben, aber es gibt beim TDI leider nicht so viel. Die Sitzposition ist super, das Fahrwerk ist gut abgestimmt und er fährt sich auch im unteren Drehzahlbereich ziemlich spritzig. Ich kann leider nichts sagen. Würde gerne, ich kann aber nicht. Bei dem VW gibt es eigentlich nur zwei Sachen auszusetzen. Das erste ist, dass das Karosseriedesign, zumindest für meinen Geschmack, etwas aufregender sein könnte. Und zweitens empfindet man beim Blick auf die Preise der Volkswagen-Tabelle irgendwie immer leichte körperliche Schmerzen. 32.795 Euro kostet unser Testmodell. Das sind mehr als 10.000 Euro Unterschied zu einem nackten Hyundai. Es tut mir ja wirklich leid und ich bin ein echter Freund der Underdogs. Und der Hyundai i30 hier hat auch wirklich ein gutes Preisargument. Allerdings
hat der Opel Astra trotz seiner Schwächen noch etwas mehr im Preis für den Kunden. Gewonnen hat allerdings, große Überraschung, der VW Golf TDI. Die Kompaktklasse bleibt also die Golfklasse. Allerdings sollte man mit VW vielleicht doch noch mal über den Preis reden. Immerhin kostet allein das adaptive Fahrwerk 1.035 Euro Aufpreis. Wer allerdings beim Kauf nicht jeden Euro umdrehen muss, wird mit dem VW Golf TDI einfach die meiste Freude haben. Und immerhin ist der neue Opel Astra mit 28.535 Euro für unseren Testwagen jetzt auch nicht gerade ein Räumungsverkaufspreis. Was man am Ende beim Händler tatsächlich blechen muss, ist ja auch immer ein wenig Verhandlungssache. Und da hat man im Zweifel bei VW und dem Thema Diesel gerade vermutlich ganz gute Karten.